Hey Leute, willkommen zurück zu Outlast 2. Ach du Scheiße. Ich bin nicht die Taschenlampe. Okay, nee. Ach ja, wir haben gerade die andere Fraktion kennengelernt. Das sind keine Christen. Die anderen sind aber auch keine Christen. Suchen die uns jetzt hier? Gehen wir überhaupt richtig? Scheiße. Nee, so sehe ich gar nichts. Ich muss... Oh je, oh je. Es ist bestimmt irgendwas Satanisches oder so. Ich weiß nicht. Oh, ich will erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Diese Alte, die hat mich total verstört. Ja. Was? Du kannst dich im Wasser verstecken, wenn du dich unter die Oberfläche duckst. Ach so, heißt, ich soll tauchen. Im Klartext. Oh, man sieht die Augen. Oh Gott, ist das widerlich. Die sehen halt alle aus wie Dämonen, obwohl es da eigentlich nur ganz normale Augen sind. Nicht mal das Bett, hä? Die kennen ja aber auch nichts. Die töten mich dann sofort, wenn sie mich finden. Ja, das Essen sieht wenigstens nicht so schlimm aus. Oh, oh, der läuft durchs Wasser. Was zum Geier? Überall hängt dieser komische, ekelhafte Vater Noth. Oh, oh. Scheiße. Warum leuchtet der eigentlich ständig hier rüber? Nicht da geradeaus. Oh Gott, Leute. Warum geht der da nicht weg? Ich muss da durch. Muss, glaube ich, dadurch ins Haus. Mag ich leider gar nicht, wenn die Kamera leer ist. Oh, er kommt wieder. Ha! Oh! Was? Ich bin schon wieder in der Schule. Ich will nicht erneut in die Schule zurück. Ich. Dreaming, or I'm out of my fucking mind. Oh, ach so, ich kann, ja. Dachte schon, was passiert jetzt? Oh, scheiße, die Schule, Leute, das kenne ich noch aus der Demo, wisst ihr noch? Als dieses komische Vieh angerast kam. Ah, oh, schon wieder Jesus. Halte ich mich da drin? Nein. Na gut. Ah, dieses ständige Blinken. How the fuck do I get out of here? Zwei Batterien habe ich noch. Ja, das frage ich mich auch. Wie kommen wir hier raus? Wie kommen wir überhaupt erst hier rein, solltest du dich fragen? Oh, hier ist ja hell. Warte, erstmal neue Batterie. Zack, jetzt können wir das mal filmen. Jessica, es tut mir leid, ich muss es tun. Du hättest mich lieben sollen. Du hättest mir helfen sollen. Jesus, vergib mir. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es tut mir so leid. Jessica. Was zum... Was? Hast du das gesehen? There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Was? Die Tür jetzt zu. Ich habe keinen Bock auf Überraschungen, die mich von hinten anspringen. I'm sorry I have to do this,
You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. Wir werden geliebt. Gott, Glauben, Christus. Kommt da die Spieluhr her? Jessica? And Lynn? When we were... Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. And here I thought this couldn't get any worse. Ich verstehe nicht, was er meint. Was ist daran so schlimm? Das ist ja nur eine Erinnerung. Zeppelin-Symphonie. Ja, Schulorchester. Was? Oh, ich wollte sie langsam aufmachen, aber es ging wohl nicht. Ah. Responsibility. Verantwortung. Hängt da was? Schon wieder? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Jesus würde wahrscheinlich Angst kriegen und hier weglaufen. Oh Gott. Wurde er vielleicht von einem Pfarrer misshandelt als Kind? Ach, hier kann ich ja auch rein. Ich habe keinen Bock, zu dem zu gehen. Das muss ja nicht sein. Catholic School, the way of to success. Katholische Schulen, der Weg zum Erfolg. Ja, ja. Ist schon klar. Er steht halt nur da rum und wartet jetzt auf uns. Alles klar. Oh. Ich wollte nicht an ihn rennen. Ich wollte nur die Taschen. Die Batterie. Ich kann das ziehen. Das ist eklig, die Ansicht. Statisches Rauschen. Hallo? Was zum Geier? Ich will da drüber springen. Ich will da doch nur drüber springen. Hier kann ich auch seitlich schieben. Oh Mann. Ja, es ist so dunkel, man sieht das hier nicht richtig, finde ich. Ja, jetzt, danke. Oh, ich bin der Rätselmeister, ich kann Fernsehtischchen verschieben. Toleranz. Hat da noch was gestanden? Kindness. Freundlichkeit. Titter Blake Längerman. Ach, das sind wir. Blake Längerman. Das ist unser Spind. Was steht da? Life of Christ, wahrscheinlich. The Catholic Guide for Youth. The Catholic. Steht nochmal da. Ja, es ist halt sehr religiös geprägt hier alles. Will ich das... Ah! Nein! 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 Oh, ich hab's doch gewusst. Es passiert hier doch was. Oh Gott. Finde ich das geil, wollte ich gerade sagen. Nein, ehrlich gesagt, ich will da keinem jetzt irgendwie auf die Füße treten, aber Religion ist halt nicht so meins. Sportcenter. Ich bin da jetzt nicht zu krass in meiner Meinung. Also ich werde es nicht krass kundtun, aber ich bin kein religiöser Mensch. Deswegen ist es halt alles so ein bisschen... Es kann auch ganz schnell ins Fanatische rutschen. Und wenn das so ist, dann man sieht ja, was bei rauskommt. Die Welt aktuell, ja. Da blinkt doch was. Ich hab's gesehen, da hat was geblinkt. Batterie. Wunder von Jesus. Hört sich an wie eine Fernsehshow. Ah Gott, dieses... Das ist das Allerschlimmste. Dieser Moment, wenn es halt flackert und man nichts mehr sieht. Gott, Leute, ich bin... Ich hab wieder die Arschbacken zusammengekniffen und bin auf Zehenspitzen. Ja, erstmal auf die Toilette. Das ist immer, immer gut. In Horrorspielen. Da geschehen immer tolle Sachen. Ist da Blut?
sieht der Boden hier aus? Toilette. Öffentliche Toilette. Niemals auf den Boden gucken. Guck mal, die haben so viel Wasser, die Amerikaner, in den Toiletten. Da kriegst du doch jedes Mal Splash-Damage beim Kacken. Ist da nicht richtig. Warum mache ich das hier gerade? Warum gehe ich auf die... Oh, deswegen. Deswegen gehe ich auf die Toilette. Oh Gott. Allein, dass ich hier schon rumlaufe in dem Nachtlichtmodus, das macht mich total fertig. Ich finde übrigens, sieht grafisch echt Hammer aus. Also die Lichteffekte sind klasse. Das ja oft, ne? Gott, oh Gott. Boah, das ist nur so ein Ausruf, den man sich halt irgendwie eingeprägt hat. Also lieber Schneesturm als das hier. Das ist aber durch die Kamera, aber ohne Kamera sehe ich halt gar nichts. Oh Mann. Scheiße. Ja, ohne Nachtsicht, ne? Ich sehe hier echt nichts. So eine Kacke, Mann. Also ein Baum. Bleib dich mal ein bisschen an die Bäume, hä? Bäume sind deine Freunde. Oh, cool. Das ist ja cool. Oh! Oh. Herr Schwede, was ist denn hier los? Das ist doch nicht alles nur in seinem Kopf. Irgendwas löst dieser Impuls aus, dass wir da... Hallo, ja, ich sag ja ohne Brille, Horror, Horror. Ah, nein. You're him, ain't you? The outsider. No, so they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Warum hilfst du? Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with Nah. Pressed himself with my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby he put in her, was might the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Fuck. Das ist krass. Was ist das für ein Scheißkerl, dieser noch? Oh, ich laufe immer noch so schief und alles ist verschwommen. Boah, dieses... Nachtsichtding mit den Augen, das ist so gruselig. Der kann ihn doch nicht einfach zwingen, seine Tochter umzubringen. Was ist denn das für ein Schwein, dieser Noth? Das ist schlimmer, als ich gedacht habe hier. Ich verstehe, dass der da nicht mehr mitmachen will bei dem Verein. Ich hoffe, er ist nett. I gave her chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, komm schon. Du kannst sie doch nicht anlügen. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Den einfach an, weißt du? Er hilft uns doch schon. Oh, hey, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. I see you down the roof cellar. I'll get down there. You can hide till you're fixed up. Träumchen, das Haus. Gut, es hat ein recht einfacher Mensch, ne? Der wohnt nicht sehr
sehr speziell, sehr exquisit. Boah, kann ich ihm vertrauen? Soll ich jetzt einfach in seinen Keller steigen? Ich weiß ja nicht. Leute, würdet ihr das machen? Wohl keine andere Wahl. Warum hast du ihn angelogen, Mann? It's alright. You just relax here, I'll keep you safe. You and heal. Ethan's gonna treat you right. Was? Ich kann. Kann ich mich heilen wenigstens? Nö. Da bin ich ja sehr gut durchgekommen bisher mit meinen Verbänden. Soll ich jetzt echt schlafen? Ich kann halt nichts anderes machen, ne? Ich würde mich niemals hier schlafen legen. Ich würde sagen, scheiß drauf. Da war ich schon im Hubschrauber so müde. Die kommen jetzt und machen den kalt. Das sage ich euch. Weil er nett war und uns geholfen hat, wird er jetzt sterben. Please, Blake. Where are you? I'm scared. Auch Angst. He's coming. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was. The prophet don't need your help in finding the devil's whore and her up me. Noth questions even now other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic! Oh! Sache, dieses Miststück, die macht ihn jetzt kalt, Alter. You sin when you denied the prophet, your daughter. You sin since to deny. Grace! Please just let me talk to now! No! The outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want to. Just let me talk to now! I can explain! God don't hear dead men. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. Miststück. Oh, ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, was schlimmer ist. Dass ich hier fast unter den Rock gesehen habe oder dass ich mich angesehen habe, wie der arme Ethan gestorben ist. Oh Gott, was für ein ekelhaftes Miststück das ist und die hat auch noch übermenschliche Kräfte, warum auch immer das so ist. Oh nein, Ethan. You didn't give me up to her. Not even though she. Thank you. Ich dachte, das war ein guter, ne? Scheiße. Warum müssen die Guten dran glauben? That woman or whatever she is beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Das Satanas Inimical Day. Batterie kann ich ja nie genug haben. Was ist denn? Ist ihm schon wieder ein bisschen besser? Oh, da geht's weiter. Alles furchtbar hier. Aber ich muss sagen, ich fand ehrlich gesagt, der erste Teil, der hat das in vielerlei Hinsicht erstmal besser gemacht, weil dass hier so viele kommen, finde ich nicht so prickelnd. Wenn es Einzelne wären, die uns verfolgen, so wie sie jetzt zum Beispiel, diese komische Frau, die nur solche komischen gottesfürchternden Phrasen von sich gibt. Was? Dann fände ich das ein bisschen unheimlicher. Weil es sind einfach zu viele, die einen hier verfolgen. Ist ja noch einer. Hallo? Ja, ich glaube, der ist auch tot. Was macht der aber hier?
Weiß halt nicht. Sie gehört ja zu Noth, also zur göttlichen Fraktion, ja? Und der Rest, der... Oh, scheiße, diese Geräusche. Gänsehaut. Der unsere Frau verschleppt hat, das sind ja jetzt mehr so die Satanisten, nehme ich an, ja? Aber irgendwie finde ich beide Seiten scheiße. Und die haben beide eine Frau, oder? Das eine war ja so ein androgynes Ding, was uns abgelutscht hat. Von oben bis unten. Und da weiß man nicht genau. Ne? Ich kann mich in dem Wasser... In der Wassertonne. Na toll. Ich krieg da jetzt nicht in der Wassertonne. Habt ihr nicht gewusst, dass gerade Akustik viel an Horror ausmacht? Das ist nicht nur die Optik, dass ihr irgendwelche Monster seht. Wenn dabei jetzt eine fröhliche Melodie spielen würde, dann fändet ihr es wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Das ist mir ein bisschen zu nebelig, ne? Die Lampe. Hier hält gerade mal nichts. Ah, oh, ist schön. Jetzt sehen wir weiter. Nee. Also ich dachte, ich das Tor krabbeln. Irgendwo. Da. Was ist mit dir los, Blake? Du schnaufst immer so viel. Jetzt mal aufhören zu atmen, das stört mich. Oh, vielleicht ist es auch ein bisschen kalt hier. So kalt ist es. Wir sind alle verrückt. God is great and Noth is his prophet and Noth will reign in the power of the grave. Noth will redeem us from death. For even redemption cannot be hid from the split eye. We are robed in the crimson glory of revelation. Das ist ja wunderbar. Okay, Leute, das war das Wort zum Sonntag sozusagen, obwohl heute Montag ist. Ich danke euch fürs Zusehen. Ja, und bald geht's weiter mit Outlast. Täglich jetzt. Heute war mal eine Ausnahme, dass so viele kamen. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr das Video bewertet und was schreibt. Und dann sehen wir uns bald schon wieder. So eben diesem wunderschönen Spiel über Gott und die Welt. Tschüss.